Hallo Freunde, willkommen auf meinem Channel. Wir haben den 6. April 2022. Der Tag ist relativ ruhig in Odessa verlaufen. Wir haben zwar Schiffe in Aussicht gehabt, schon wieder Kriegsschiffe, die man von Odessa aus sehen konnte. Die sind aber nicht näher gekommen. Und wie sonst sehr oft der Fall ist, schießen die einfach von da aus, wo man die nicht erreichen kann, ihre Raketen ab. Und wir hoffen dann wiederum, dass diese nicht bei uns landen. Es knallt immer wieder ordentlich, man hört irgendwelche Helikopter. Meistens, wenn Helikopter kommen und kein Fliegenalarm zu hören ist, sind das die heimischen Helikopter dann, hoffentlich zumindest. So war das auch bis jetzt. Und ruhig ist das nicht unbedingt. Ich habe leider keinen vollständigen Kontakt jetzt zu dieser Bekannten, Freundin von einer Bekannten von mir herstellen können. Sie ist jetzt enorm traumatisiert und ich habe dann nicht das Gefühl, dass jetzt ein Gespräch in der Form stattfinden kann. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt auf der Hype-Suche nach anderen Leuten, die jetzt irgendwie sich bereit erklären, etwas zu erzählen. Ihr habt bestimmt einiges schon in den Medien mitbekommen und gelesen. Vielleicht irgendwelche auch Aufnahmen auf YouTube oder sowas. Mir war wichtig, dass ich diese Person kenne, die mich verknüpft. Und diese Verknüpfung ist nicht zustande gekommen. Noch nicht. Es kann sein, dass sich das ändert. Also ich lege enormen Wert auf diese Zuverlässigkeit der Quelle und null Wert, wirklich null Wert auf irgendwie Hype oder was auch immer. Deswegen, ihr seht ja, wenn man Hype machen, suchen würde, würde man wahrscheinlich keinen Mathematikunterricht auf YouTube betreiben. Deswegen, also es ist nicht zustande gekommen. Ich konnte nur ganz kurz mit dieser Bekannten von mir sprechen, die den Kontakt unmittelbar hat. Und sie hat gesagt, dass bis zum 24., also sogar der 23., so ein Verteidigertag, kann man sagen, in ehemaligen Sowjetunion gewesen. Also dann ehrt man alle Männer am 8. März, alle Frauen. Und Männer im Sinne von, das sind Verteidiger von dem Vaterland. Und da haben die ukrainischen und die russischen Soldaten irgendwie wohl zusammen gefeiert und das war komplett für die meisten unerwartet, dass am 24. der Befehl kam, den Krieg zu führen. Das ist meine Information. In der Kiew-Region kamen die Soldaten aus Tschetschenien zum Einsatz. Das ist zumindest eine Tatsache, die aus meiner hundertprozentig zuverlässigen Quelle mir das gesagt hat. Und als sie dann in die Häuser reingekommen sind von den Menschen, bewaffnet, haben den Menschen nichts getan, zumindest in der Situation, die ich kenne, haben aber gesagt, uns braucht ihr nicht zu fürchten, ihr solltet die anderen fürchten. Das ist wirklich wortwörtlich das, was mir mitgeteilt wurde von den Leuten, die das erlebt haben. Es ist schon schlimm. Genug, würde ich sagen. Also das sind nicht die Leute, die in Butscha waren, aber in Irpin gibt es auch so eine Stadt und andere, die dann komplett zerbombt sind und unter anderem waren dort die Leute. Was die Wahrheit ist, wissen wir nicht genau. Ich werde mich aber bemühen, diesen Kontakt, wie gesagt, möglichst herzustellen. Wenn es nicht gelingt, dann gelingt es nicht. Dann muss man, glaube ich, Verständnis haben, dass Leute jetzt nicht unbedingt darüber sprechen wollen und so weiter und nicht in der Lage sind und vielleicht froh sind, überhaupt am Leben zu sein. Und das möglichst vergessen wollen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mit ihr spreche, dann erlebt sie das nochmal, muss es nochmal alle Gefühle hochkommen lassen. Sie hat wohl ein Tagebuch geführt. Ich, wie gesagt, bleibe dran und will dann nicht unbedingt einen Druck machen. Okay, von einem anderen Bekannten von mir, also ich nenne die Namen jetzt nicht, erstens sagen die euch wahrscheinlich sowieso nichts und zweitens will ich möglichst dann die Leute auch nicht in Gefahr bringen, falls irgendwas rauskommen sollte, was nicht so rauskommen darf oder was auch immer. Also ich übernehme komplett die Verantwortung und die anderen Leute sollen komplett in Schutz genommen werden. Es sei denn, ich sehe gar keine Gefahr, dann nenne ich die Namen, aber ich sehe momentan, was hier in der Ukraine passiert, alles skeptisch und bin lieber übervorsichtig als das Gegenteil. Also, ich habe jetzt vom Brand, der bei uns am 3. zustande kam wegen des Angriffes, unmittelbare Videoaufnahmen von den Feuerwehrleuten, die dort wirklich vor Ort waren.
Ich will jetzt nicht irgendwie zu laut werden oder so, aber ich glaube, die hat niemand sonst, zumindest habe ich die nirgendwo gesehen. Das ist ein guter Kumpel von mir, der das an mich weitergeleitet hat. Und er hat mir gesagt, dass solche Brände überhaupt nicht gelöscht werden können. Man bringt es auf eine Temperatur, wo es nicht mehr weiter hochsteigt, und dann wartet man ab, bis es komplett alles niedergebrannt ist. Genau das ist passiert. Wie gesagt, wir haben weiterhin Knappheit mit der Benzinversorgung hier in der Stadt jetzt. Also das ist nicht so schlimm, aber man muss schon vielleicht bei, also ich fahre hier kein Auto, aber 3, 4 Tankstellen anfahren, um eventuell dann den Wagen voll zu bekommen. Weil man darf irgendwie jetzt dann immer wieder nur 10 oder 15 oder 20 Liter tanken, das ist dann immer eingeschränkt. Es ist schwer vorstellbar, aber es ist wahr. Aber man hat immer noch genug Benzin. Und die Preise sind angestiegen, aber nicht ins Unendliche. Also ich würde sagen, wir sind jetzt bei ungefähr 1 Euro bei Benzin. Jetzt kann man sagen, ja, das war in Deutschland noch viel, viel vor dem Krieg so, und das war, oder schon immer teurer geworden. Das war vor 10 Jahren oder so. Das ist wahr, aber hier sind natürlich auch die Gehälter anders, und deswegen wird das immer angepasst. Es ist sehr viel Geld für die Leute hier. Das muss man definitiv so sagen. Okay, was ist die Planung für heute und für morgen für uns? Ja, das Wetter ist eigentlich gut und man möchte an den Strand gehen oder ans Meer. Die Strände sind komplett mit Minen belegt. Es ist verboten, dorthin zu gehen. Leider sind nicht alle Menschen vorsichtig. Ein junger Mann mit einer Freundin sind mit dem Auto unterwegs gewesen und hatten einen Geländewagen, sind damit. Das ist ab und zu hier der Fall, auch irgendwo am Strand, Rande gewesen, und das hat detoniert, und ich glaube, die Frau ist sofort an der Stelle verstorben, und der Mann hat das Bein amputiert bekommen. Es ist unglaublich, wirklich. Also mit anderen Worten, Odessa ist ein Kurort und eigentlich sind immer Touristen gekommen. Das ist jetzt dieses Jahr wahrscheinlich schwierig, oder? Denn ich weiß nicht, wie man schwimmen geht, wenn man wusste, dass alle Strände oder die meisten mit Minen belegt sind. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dann vergeht, bis man sicher ist. Also äußerst schwierig. Okay, ja, heute auch ein paar Kleinigkeiten verteilt an eine Frau, ein bisschen Lebensmittel eingekauft. Das ist eigentlich üblich. Also das ist mittlerweile selbstverständlich. Die Planung ist für, ich glaube, morgen ist voll, aber übermorgen soll dann die nächste, eine größere Aktion starten. Die verfolgt natürlich wie immer alles. So, danke an alle fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung. Ich kommuniziere mit vielen, auch ehemaligen Studenten von mir, die jetzt zu meinen Freunden werden. Meistens ist das der Fall. Und all die, die ich nicht per Namen genannt habe, sind aber immer gemeint. Ich kann nicht immer alle im Kopf haben. Aber jetzt hat ein Schüler von mir, Jan, ehemaliger Schüler von mir, mittlerweile ein Student und geht seinen Weg selber, gefragt, ob es Ähnlichkeit gab mit dem jetzigen Krieg, zu dem Krieg, ne, was zu dem Winterkrieg 1940 zwischen der Sowjetunion und Finnland. Vielleicht gibt es gewisse Ähnlichkeiten, aber für mich nicht unbedingt. Die größte Tragödie, die wir jetzt haben, ist, dass dieser Kampf, den wir haben. Also Finnland ist, das sind skandinavischen Völker, ja. Und das ist, die baltischen Staaten haben sich immer separat oder anders gefühlt und geführt, aufgeführt, auch in der Sowjetunion. Das ukrainische Volk und das russische Volk sind Brüdervölker. Also das ist wirklich unvorstellbar bis heute für uns alle, dass es so kommt. Finnland ist ein verhältnismäßig kleines Land. Die haben bis jetzt, ich glaube, jetzt haben die 5 Millionen Einwohner. Die Ukraine hat 45 Millionen Einwohner. Wobei sehr viele ausgewandert sind und die in den Statistiken gar nicht aufgeführt waren. Und sehr viele Männer sind zurückgekommen, um zu kämpfen. Also das ist schwer vergleichbar. Und 1940, muss man dazu sagen, war schon bereits ein Jahr zuvor, 1939 oder ein halbes Jahr zuvor, ist die Teilung Polens passiert. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges war quasi schon angeläutet. Der Rest ist dann die Entwicklungsspirale
Also für mich schwer vergleichbar. Es ist, glaube ich, überhaupt nicht vergleichbar. Das ist immer ein neuer Krieg. Wie gesagt, für mich wird der Krieg auch in den Medien geführt und deswegen war meine Bemühung so groß, diesen Kontakt herzustellen, um ein bisschen diese informative Kriegs. Also kann ich den Nachrichten glauben in der Form, weil auch wenn ihr vielleicht nur Mainstream-Medien in Europa seht von der einen Richtung, ich versuche beide Richtungen zu sehen. Und es gibt auch viele Telegram-Publics auf Russisch auch und auf Englisch und auf Deutsch. Und man kann es lesen und hinterfragen. Ich komme nicht bei allen mit, aber ich kann euch sagen, die gleichen Fakten werden verdreht. Das habe ich schon, glaube ich, vorher erzählt. Und wie gesagt, was am Ende passiert ist, die Abschottung. Man sagt dann, okay, ich habe genug davon, ich will gar nichts mehr wissen. Und genau das will ich vermeiden. Ich will, dass wir die Wahrheit wissen. Und ich glaube, diese Desinformation führt dazu, dass man einfach alles ablehnt und sagt, alles Schrott, alles gelogen. Und dann haben wir verloren. Weil so, wenn wir das denken, das mache ich vielleicht einen anderen Vergleich, der vielleicht nicht so hundertprozentig übertragbar ist mit der Information, aber ich kann mich erinnern, die Krise von 2008, die Finanzkrise, und dann mussten man die Banken retten. Und dann hat man gesagt, dann hat man in dem Europaparlament irgendwie die Textvorlagen verteilt und dann musste man innerhalb von 1,5 oder 2 Stunden mussten die größten Politiker das unterschreiben. Und die hatten gar keine Zeit, das zu verstehen. Da hat man gesagt, ja, das ist so kompliziert und so widersprüchlich, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen als Nichtfachleute, ihr müsst uns vertrauen. Also ich finde, wenn die Gesetze so kompliziert sind, dass man gar keinen Durchblick mehr hat, dann muss man die Gesetze anders gestalten. Ich finde, wenn die Medien so komplexe Zusammenhänge noch komplexer darstellen, dann ist was nicht in Ordnung. Dann ist kein Interesse, die Informationen sauber zu vermitteln. Und letztendlich ist die Wahrheit sehr einfach immer, oder? Welche Interessen werden verteidigt? Wer greift wen an? Aus welchem Grund? Und was ist genau das Problem, warum konnte man das nicht ohne Waffen lösen? Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen und dann braucht man ehrliche Antworten und die Diskussionen werden teilweise auf diese emotionale Ebene geführt, ja. Und das ist nicht gut. Nicht gut. Einfach, daher sieht man keine Bemühung nach Wahrheit und ich finde es einfach schade. Ich will die Wahrheit ermitteln. Ich will verstehen, was passiert. Für mich selber auch. Ja, also das ist jetzt, ich wollte einfach das auf diesem Channel oder auf diesem Weg auch mit euch teilen, aber ich will selber, ich kann diese Bilder nicht sehen. Ich habe es euch gesagt. Mir wird schlecht. Ich will sehen, ich will verstehen, sind es wirklich Menschen, die das gemacht haben, die jetzt zum Beispiel abgezogen werden und dann irgendwann wieder eingesetzt werden? Ist das wirklich der Fall? Und werden sie von ihrer, wenn das der Fall ist, von ihrer Leitung nicht bestraft und ist das okay, dass man das so weitermacht? Wenn ja, dann ist das eigentlich noch schlimmer als das alles, was ich bis jetzt erfahren habe. Und wenn nein, dann und das durch die Medien verdreht ist, dann ist es eigentlich auch schlimm. Also leider haben wir hier keine Gewinner in dieser Situation, aber trotzdem ist es immer besser, möglichst an die Wahrheit zu kommen. Und das werde ich mal versuchen zu machen. So, jetzt ist es ein bisschen länger geworden. Bei uns ist alles ruhig. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Meiner Oma geht es auch gut. Sie ist gut drauf und das Wetter macht das auch uns allen ein bisschen leichter. Nur wie gesagt, da so ein Strandbesuch in weite Ferne gerückt ist, aber so ist die Welt. Jetzt noch 2 Videos von einem Kumpel von mir über die Brände und vielen Dank für heute und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Oder hier ist die Leute, ich weiß nicht, was ich da sehe.